So, danke schön, Matthias. Ich kann mir nicht verkneifen, das ist ein im Anschluss an Sie. Es gibt ein Buch mit wahren Begebenheiten aus der katholischen Beichte. Und nun kommt ein Mensch, das ist jetzt das Tatsachenbericht, kommt einer und beichtet, er wäre sehr eitel. Also eine ihrer drei Begebenheiten. Und dann sagt der Pfarrer, ja, was machen Sie denn da so? Und dann sagt die Person, ja, ich stehe immer vor dem Spiegel und finde mich so schön. Kommt der Pfarrer aus dem Teichspiel, guckt hin und sagt, das ist keine Sünde, das ist ein Irrtum. Eine konfrontative Situation, wie ein Therapeut konfrontiert werden kann, umgekehrte Richtung, eine Person im Beistuhl zum Pfarrer, sagt die Person zum Pfarrer, ja, ich habe Ehe gebrochen. Und dann sagt der Pfarrer, ja, schon belehrend, aus Liebe oder dem Geld wegen? Und dann überlegt die Dame und sagt, wohl aus Liebe, weil was sind schon die 200 Euro wert heutzutage? Also, ich möchte nur kurz erstmal als Vorbemerkung, das ist ja der letzte Vortrag, oh, Gott sei Dank auch für Sie, dass es dann langsam zu Ende geht. Und ich möchte nur sagen, dass die Vorträge, die davor waren, innerhalb des Themas, das wir bearbeiten, für mich und für diesen Vortrag insofern sehr wichtig sind, weil ich zu überwiegender Mehrheit den Inhalten sehr gut zustimmen kann. Das heißt, die Bereiche, die besprochen, angesprochen worden sind, die möchte ich in dieser Form nicht erneut, wiewohl sie schon sehr, sehr, sehr gut besprochen worden sind. Das heißt, es bleibt mir nur noch ein erneuter Spaziergang in der Brücke zwischen dem, was wir heute Burnout nennen können, und dem auch, was wir Spiritualität nennen und verstehen und praktizieren. Also der Spaziergang zwischen dem einen Begriff und dem anderen wird auch Gegenstand dieses Vortrages sein. Und ich hoffe, dass ich auf dieser Brücke des Überganges vielleicht noch das eine oder andere finde, das auch Ihnen in Ihrem persönlichen wie auch beruflichen Weg von Hilfe sein kann. Zunächst mal ein kleines Bild. Wir alle bauen unbewusst an verschiedene Formen von Luftschlössern. So als kleines Kontinuum. So in den Bereichen, wo es dann kritischer wird, wir werden es neurotischer oder manischer oder zwanghafter, dann bewohnen wir diese Luftschlösser. Viele von Therapeuten und Psychiatern kassieren die Miete. Die spirituellen Lehrer reden von einer Immobilienblase und leben auch nicht schlecht davon. Burnout ist, wenn das Schloss zusammenfällt in dem Augenblick, wo du es bewohnst. Das heißt, das Bauen der Schlösser an sich wäre vielleicht noch nicht das Problem, aber das Bewohnen des Schlosses ist ein Problem und das sehr exquisite oder alleinige Bewohnen des Schlosses kann gefährlich sein. Was meint das? Der Begriff Burnout, das Wort Burnout, ist neu. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Oma zu mir sagte, du, ich habe einen Burnout. Es war auch abstrakt zu spüren, dass jemand aus den vergangenen Generationen dieses Wort in den Mund genommen hat. Geht nicht. Es stimmt auch nicht, ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Oma oder Urgroßmutter das Wort Stress in den Mund genommen hat. Und sie haben wirklich viel gearbeitet. Sie waren erschöpft, sie waren müde, sie hatten verschiedene Sachen, aber keiner konnte das so benennen in dieser Form. Frage, gab es das nicht? Oder gab es die Worte nicht? Was geschieht? Was geschah, dass wir seit 40, 50 Jahren plötzlich einen Begriff aus der Physik, Burnout, stammt aus der Physik anscheinend und zwar aus der Kernphysik und beschreibt den Moment der Brennstäbe im atomaren Verfahren, die zum Schmelzen kommen, weil die Kühlung nicht mehr funktioniert. Das ist ein neues Wort.
Und dieses Wort wird, ähnlich wie Stress, auch aus der Physik, auf die menschliche Seele übertragen. Das ist neu. Kleine Brücke, die erste. Demgegenüber denken und glauben wir, dass die Spiritualität seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden da ist. Stimmt nicht, das Begriff Spiritualität gibt es Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Davor gab es nicht. Meister Eckhart behauptet nirgendwo, er wäre spirituell. Das heißt, etwas in der Entwicklung von uns zeigt sich auch sprachlich. Und wir glauben immer, es war so, entweder besser oder schlechter, aber irgendwie so ähnlich wie heute. Vielleicht nicht. Es war anders. Vielleicht ganz anders. Und wie die Personen es empfunden haben, wissen wir nicht. Zweiter Blick. Viele von Ihnen, beruflich und privat, merken beim Wort Burnout oder bei dem, was darunter verstanden werden kann, dass es sich dabei weitaus weniger um eine sogenannte objektive Erkrankung handelt. Das ist nicht mehr ein objektives Symptom wie Handbruch, Grippe und so weiter und so fort. Es ist ein sehr persönlicher Zustand. Etwas Ähnliches wie früher bei der Religion oder parallel noch heute bei der Religion durchaus objektive Bereiche festgemacht werden können. Ein religiöser Mensch im Sinne des Katholizismus oder des Protestantismus oder des Islams glaubt an bestimmte Ereignisse oder Tatsachen. Beim Wort der Spiritualität ist das nicht mehr so auszumachen. Es wird persönlicher zunächst einmal. Intimer und persönlicher. Und dann ein nächster Begriff oder eine nächste Tatsache, die sehr schnell automatisch in all diesen Bereichen stattfindet. Und die liegt im Satz, ich habe bzw. ich hatte Burnout. Wenn wir das sagen, meistens reflektiv, weil oft im Hurricane-Loch des Burnouts wir das nicht mehr sagen können, dass wir es sogar haben, sondern meistens ich hatte es. Ähnlich wie in der Depression. Schauen wir auf das, was ich habe und natürlich, sehr schnell, auch gesellschaftlich, auch oft in unseren Zusammentreffen, im Austausch, in der Reflexion, auch in so einem Symposium, ist die Frage, wir haben oder es gibt Burnout, was machen wir damit oder dagegen? Das suggeriert die Tatsache, als ob es ein Ich gäbe, das da was hat und nicht hat. Und das, was ich habe, was mir nicht gut tut, könnte ich unter bestimmten Umständen nicht mehr haben oder wegkriegen, das Ich bleibt immer da. Ist das so? Wir fragen und schauen immer auf das, was wir scheinbar haben. Die Frage ist aber, wer ist das Ich, das da glaubt, das zu haben? Es wäre zumindest eine weitaus unberücksichtigte und deswegen auch oft unbeantwortete Frage, wer bin ich überhaupt? Bevor ich mich ranmache, irgendetwas zu tun, damit irgendwas weggeht. Wer bin ich? Wer sagt denn, ich hatte Burnout? Und wer konnte im Burnout es nicht mehr sagen? Ist das das gleiche Ich? Was ist dieses Ich? Ähnlich wiederum parallel, Erkrankung, jetzt zunächst mal Religiosität, Religion. In der Religion haben wir auch selbstverständlich, ich bete zu Gott oder zu einem entsprechenden höheren Wesen. Mich gibt es, aber es gibt noch darüber hinaus etwas Größeres, Ewigeres und so weiter und so fort. Aber die Selbstverständlichkeit, dass es ihn gibt, da kann man zweifeln, aber dass es mich gibt, nicht. So gesehen ist der Atheismus nicht ein Ich-Verlust, sondern ein Gottesverlust. Komischerweise gibt es den Ich-Verlust kaum. Sind wir denn wirklich so stabil und so statisch? Gibt es uns wirklich? Wer sind wir denn? Witzigerweise wird das ständig ausgeklammert und wir gucken immer nur nach außen. Und vielleicht ist das einer der interessantesten Punkte der Annäherung an das, was Spiritualität im Kern meint. Und zwar nicht als irgendeine intellektuelle Auseinandersetzung, sondern eine direkte Form der Erfahrung, oft auch Übung genannt.
wieder zurück zum Ich und Burnout. Wir gehen eben davon aus, dass ich eine Erkrankung, auch eben ein Burnout, eine Depression, einen Erschöpfungszustand haben kann. Ich. Wir gehen auch davon aus, also dass ich denke und ich fühle, ich stehe hier. Ich mache dies und jenes und mir geschieht dieses und jenes. Und es scheint genauso zu sein, wie es so aussieht, als ob die Sonne auf und unter geht. Es ist sehr gut nachvollziehbar, weil man sie so sieht. Und es bräuchte einige Gymnastik, um herauszufinden, dass das nicht so ist. Und diese Gymnastik hat schon auch zum Teil kulturgeschichtlich stattgefunden und einige Menschen haben auch erfahren müssen, dass es vielleicht mit dem Ich nicht so ist. Dass das Ich nicht denkt, sondern dass das Ich das Ergebnis des Denkens ist. Vielleicht leider genau umgekehrt. Das ist auch in vielen Vorträgen gestern auch erklungen, dass wir uns eine Geschichte zu dem machen, was ist. Und wir sind die geglaubte Geschichte. Wir glauben an uns als die Geschichte der Geschichte. Ich bin das, was ich glaube, dass ich bin. Und halte dieses Geglaubte aufrecht. Dieses Geglaubte ist natürlich nicht nur mental. Das ist nur so das kommunikative Ergebnis davon. Es ist untermauert mit sehr vielen Gefühlen, Selbstbildern. Es ist passiv und aktiv. Es ist ein Prozess. Dieses Ich bin ist ein kontinuierlicher Ich halte mich aufrecht. Schauen Sie, in dem Moment, wo auch vorher im Witz oder im Ernst, wir stehen miteinander, kennen uns noch nicht, Sie fragen mich, wer ich bin, dann sage ich, ich heiße Alexander. Und dann geht's weiter. Ja, was machen Sie so? Und dann geht's los. Und dann erzähle ich, ich mache das und jenes und mache das nicht. Und wenn man genau hinschaut, in dem Moment, ich beschreibe nicht mich, sondern ich entwerfe mich. Wenn ich mich nicht entwerfe, wenn ich ganz still wäre, wer bin ich dann? Und wenn es im Raum noch einen Alexander gäbe, dann müsste ich mich anders entwerfen, weil wenn der Alexander auch Alexander heißt, auch noch ein ähnliches Alter hat oder das gleiche und zufälligerweise noch etwas Ähnliches mag, dann muss ich mich noch präziser entwerfen. Und worin besteht der Entwurf? Der Entwurf besteht meistens damit, dass ich behaupte, etwas anderes zu mögen als er oder was anderes zu machen als er. Und dann sage ich, das bin ich. Ist doch komisch. Nur weil ich Rotwein als statt Weißwein mag, bin ich dann ein anderer Alexander? Ich bin der Körper. Dieser und nicht dieser. Aber wenn ich oder der andere oder jemand, der sich sehr, sehr, sehr stark, Alexander ist der Körper, damit identifiziert und wir plötzlich durch einen Unfall eben eine Hand verlieren, bin ich dann weniger Alexander? Wer bin ich? Ist das wirklich so klar, dass wir schon sofort den nächsten Schritt machen können in diese unendlich ausgebreiteten Versuche zu schauen, was kann ich alles tun, damit es dem Alexander gut geht. Ohne vorher sich auf die Frage einzulassen und nicht auf billige Antworten reinzufallen, dass ich weiß, wer ich bin. Ich sage das bewusst, weil ein Kernstück der Spiritualität ist, das Verharren bei der Gretchenfrage, wer bin ich wirklich? Wer bin ich? Und sich das nicht zufriedenstellen, ja, ich bin eine Schöpfung Gottes. Oder ich bin ein spirituelles Wesen. Oder ich bin ein Mensch. Oder ich bin was auch immer. Ja. Wer bin ich? Nochmal wieder eine Brücke zurück zum Burnout. In den letzten Jahren habe ich bei unseren Kindern eine interessante Phase beobachtet, die mir bei mir zeitlang, also zumindest in dem Alter so nicht bewusst war, aber aufgrund dessen, was ich glaubte zu sehen, ist mir vieles auch bei mir erneut in der Erinnerung hochgekommen. Und zwar, es gibt ja diese Zeit bei Kindern, wenn sie klein sind, dass sie empfinden natürlich etwas angenehm und unangenehm, aber es ist noch nicht reflektiert. Es ist noch ihnen nicht so ganz bewusst, wie es ist. Das heißt, Mama ist da oder nicht da, und es ist angenehm, unangenehm.
Aber sie spüren noch nicht die Brüchigkeit, dass die Mama wirklich nicht da sein kann oder nicht mehr da ist oder nicht mehr da wäre. Und plötzlich ab einem bestimmten Alter, manchmal früher, manchmal ein bisschen später, vermutlich auch irgendwo sprunghaft, merken sie die Brüchigkeit des Ganzen. Auch die Brüchigkeit der Wirklichkeit. Dass die Welt nicht nur schaut, dass es ihnen gut geht, sondern dass die Mädels im Kindergarten oder in der Grundschule auch wirklich denen wehtun können und die Freundin von einer Stunde oder von einer Minute zu der anderen eben unfreundlich ist. Und das ist ein Schock. Und sie merken, dass die Mama Auto fährt und vielleicht einen Unfall haben kann. Und das ist eine verdammte Angst. Und sie merken, dass sie manchmal gemocht werden und manchmal eben von der Lehrerin oder dem Lehrer oder den Freundinnen nicht gemocht werden. Und was dann? Und Kasia erzählte mir, dass sie in vielen dieser Momente kleine Rituale macht. Das heißt, dass sie zum Beispiel sagt, wenn sie jetzt fünfmal oder dreimal was wiederholt, dann wird's gut. Vielleicht kennt ihr sowas. Ja? Ich habe das auch gemacht. Mir ist es dann aufgefallen in mir selber, mein Gott, wie viele ich davon gemacht habe, wenn ich so und so mich benehme oder das und das mache, dann wird meine Mama gesund oder sowas. Aus der Angst. Ja? Der Moment für ein Kind, vermute ich jetzt, oder sehe ich, und auch bei mir selber, der Moment, wo wir uns bewusst werden, wie brüchig wir sind und wie brüchig alles ist, zwingt das Kind zu einem ganz bestimmten operativen Verhalten. Es macht was. Magisch. Es verhält sich, es erklärt sich das Ganze. Es orientiert sich und organisiert sich in einer ganz bestimmten Art und Weise, von dem sich das Kind verspricht, dass das, was gut ist, kommt und bleibt und das, was nicht gut ist, nicht kommt oder später kommt oder sogar verdrängt wird. Ich habe beim Kindergeburtstag haben wir irgendwie so, gab es irgendwie so lustige Fragen und ein kleiner Junge sagte, du, ich werde, es gibt den Tod und wir werden alle sterben. Ich sagte, ja, stimmt. Und, sagte ich zu ihm, hast du Angst? Nee, ich werde 100 Jahre leben. Dieser Mechanismus. Ja? Es ist das Spüren der Fragilität des Daseins und wir haben irgendeine Form der Lösung. Und ich denke, eine der wichtigsten Bewegungen ist dann, dass wir uns mit dieser Strategie völlig identifizieren. Auf Gedeih und Verderb. Wir sind diese Strategie. Das ist der Schritt, in dem wir nicht nur Schlösser bauen, sondern plötzlich das Schloss wirklich bewohnen. Und die Strategien sind sehr unterschiedlich, weil die Umstände, in denen wir uns zu organisieren hatten, sehr unterschiedlich sind. Sehr individuell. Nichtsdestoweniger sind die Schlösser trotzdem ein bisschen ähnlich in ihrer Aufgabe. Sie ersetzen die unmittelbare Konfrontation mit der Wirklichkeit, die wir alle als Kinder so nicht haben machen können. Es war zu viel und unmöglich. Es war unmöglich für mich als 5- oder 4-Jährigen sich vorzustellen, dass meine Mutter stirbt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich war damals schon 8 dann, und meine Mutter war ziemlich alt, also sie bekam mich, da war sie 43. Und sie sagte zu mir, du, was machst du, wenn ich sterbe? Für mich war das so ein Schock, dass ich mehrere Nächte nicht schlafen konnte. Was mache ich? Das heißt, die Konfrontation mit der Wirklichkeit, es ist ja reell, dass es sowas, dass das passieren könnte, ist nicht verdaulich gewesen. Hier die kleine Theorie, dass der Bau der Schlösser, nicht die wir haben, sondern die wir sind, weil wir sie bewohnen, ist das, was wir wirklich machen können in den Umständen, in denen wir da waren. Wir konnten damals nichts anderes machen. Wir hatten keine Alternative.
Wir haben uns für eine Verhaltensweise, für ein Selbstbild entschieden, von dem wir hofften und von dem wir es auch gespürt haben, dass es mir hilft, wirklich in dieser Situation weiterzuleben. Und irgendwie, ohne es zu merken, hat sich die Tür in diesem imaginären Schloss verschlossen. Und wir sind drin. Und schauen auf die Welt immer aus dem Schloss und aus den Fenstern raus. Und die Schlösser sind ganz unterschiedlich. Und unsere Zimmer sind ganz unterschiedlich. Und weil jeder mehr oder minder so ein Schloss ist, ist die Kommunikation mühsam, weil wir dann die Brücken runterlassen, wenn der andere mir passt. Und sehr schnell wieder hochheben, wenn nicht. Weil wir bestimmte Architektur in den Schlössern wählen, um jemanden anzuziehen. Oder genau das Gegenteil, ganz starke Mauern, damit nur keiner auf den Gedankenkopf anzuklopfen. Ganz je nachdem, ganz filigran, ganz unterschiedlich. Und die Lebensenergie, auch genannt Gier, die oft so als Todessünde hingestellt wurde in vielen Traditionen, ist vermutlich nichts anderes als die Kanalisation der Vitalität in die Aufrechterhaltung und konstante Restaurierung dieses Schlosses. Weil ich immer nur mehr von Ziegelchen haben möchte, die mir garantieren, dass wenn was passiert in diesem Schloss, ich immer noch Zugriff habe auf die Handwerker, auf die Ziegel, auf die Steine, die diese Kiste weiter aufrechterhalten. Ich brauche mehr von dem, was ich habe, um mich weiterhin gut und sicher zu fühlen. In der Brüchigkeit des Daseins. In der Brüchigkeit des Schlosses an sich. Und das ist verdammt anstrengend. Und deswegen, gefühlt, könnte das, was wir Burnout nennen, irgendwann mal der Zusammenbruch des Gebäudes sein und ich bin eben da drin. Ich kann nicht mehr das tun, was ich tue, nämlich alles auf die Erhaltung und Ausbau des Schlosses kanalisieren. Dass die nicht reinkommen, nicht bleiben, dass die Schutzmauer stehen, dass die Armee funktioniert, dass die Zollbeamten funktionieren, dass das alles funktioniert. Und wenn wir schauen, wie die Ich-Struktur funktioniert, so ist es eine hochkomplexe Struktur, die runtergebetet doch sich äußert als ich will nicht, hoffentlich, hoffentlich nicht, passt mir nicht, ist es nicht. Urteil. Deswegen wussten schon die alten Meister in der Spiritualität, dass das Urteil so problematisch und so interessant ist, um diese Ich-Struktur zu sprengen. Die Bitte der Meisterinnen und der Meister im Ost und West, hör mal auf zu urteilen, hat nichts Moralisches zu tun. Nicht, weil es so schlecht ist zu sagen, du blöde Kuh. Sondern weil dank des Urteils ich mich als ich aufrechterhalte und kreiere. Weil wenn du blöde Kuh, ich nicht blöde Kuh. Der Urteil hat eine konstitutive Wirkung für die Kreation eines Ich-Gefühls. Und deswegen, wenn wir das ein bisschen stoppen würden, auch das ständige Urteilen, dann haben wir ein Problem. Im Schloss. Die Brücke zur Religion ist in dem Moment nur kurz insofern interessant, weil die Religion etwas Ähnliches tut. Sie geht auch von einem Ich aus. Die Frage ist dann nur bei dem Ich, das Ich merkt, so wie bei dem Kind. Wir merken die Brüchigkeit des Ganzen und werden wirklich religiös. Das heißt, wir hoffen, dass es irgendjemand irgendetwas gibt, ewig, genannt Gott, Gottheit, wie auch immer wir das nennen würden, auch in den kulturellen Religionen ausgeprägt, die mir trotz allem hilft, erstmal bei dem Aufrechterhalten des Schlosses und wenn nicht, dann im Nachhinein. Dann gibt es dann das Schloss, Himmel, oder irgendwann mal die Wiedergeburt schlechthin. Irgendwann mal, eher oder später, komme ich in das Schloss, wo ich nur noch ein Fest feiere und mich nicht mehr um die Erhaltung der Kiste und ich habe keinen Mietvertrag mit allen möglichen Annexen da und du sollst streichen und Strom bezahlen und dies und jenes und so weiter und so. Du bist endlich mal nur Gast. Und so gesehen ist die Vorstellung, die religiöse Vorstellung des Es wird besser,
im Osten und im Westen eigentlich identisch. Ob wir das über Wiedergeburten schaffen oder gleich in Himmel, Hölle kommen, ist Geschmackssache. Die Struktur und der Wunsch der Ich-Struktur, sich zu perpetuieren und endlich mal in den Genuss des Friedens, also zufrieden zu sein, ist in beiden Bereichen der gleiche. Die Lösung ist nur eine andere. Was bleibt, ist das Ich mit dem Wunsch, er soll besser werden, weil es nicht ist. So gesehen, als kleine These, ist Burnout vermutlich nichts anderes als nahezu die logische Folge unserer Ich-Struktur. Das heißt, wenn wir jetzt präventiv arbeiten würden und uns, sage ich jetzt mal, die Spitze des Burnouts ersparen wollen, nämlich den Zusammenbruch, was wir vielleicht sogar ein bisschen in vielen Therapien auch in der Behandlung machen möchten, weil viele möchten ja das Schloss nicht weggeben, sie möchten es nur halt einfach bisschen besser da drin haben. Also schon mal ein Bett rein oder ein Fernseher oder was auch immer, also es muss netter sein oder so. Ja? Das Burnout ist eine Konsequenz dieser Ich-Struktur. Sie wird vielleicht heute deutlicher, vielleicht wird sie heute deutlicher, direkter und unmittelbarer wahrnehmbar, aus vielen Gründen. Einer für mich, der noch nicht angesprochen worden ist und der neben den vielen, die schon angesprochen worden ist, ist die Tatsache, dass früher die Personen eben ja auch an solchen Schlössern rumgebastelt haben. Das ist ja nichts Neues. Nur das metaphysische Schloss der Religion hatte eine gewisse Allgemeingültigkeit. Das heißt, die Personen konnten mit vielen Schicksalsschlägen anders umgehen, indem sie diese geparkt hatten in einem größeren Universum, das für sie stimmte und denen Stabilität gab. Wenn ich jetzt leide und krank bin, beispielsweise, dann kann ich durch die Identifikation meines Leidens mit dem Leiden Christi darin einen Sinn finden und auf Erlösung und Vollendung hoffen, glauben, und das wird mir sogar so dargeboten und so erklärt. Und wenn das Kollektiv das auch so glaubt und so kanalisiert, ist das durchaus stabilisierend. Deswegen zeigten sich und zeigen bis heute viele, viele Religionen, und darin liegt ihr Erfolg, dass sie es wirklich schafften und schaffen, den Schlossbauern in uns Antworten zu geben, auch dann, wenn vieles nicht mehr stimmt, in der Hoffnung, es wird besser. Und deswegen ist eine der tragenden Elemente innerhalb der Religionen, egal welche, der Glaube und nicht die unmittelbare Erfahrung. Wir glauben an das ewige Leben. Was es jetzt ist und sein. Wir glauben, oder viele Leute im Osten glauben an eine bessere Geburt. Ob es denn so sein wird, sei dahingestellt. Aber der Glaube hat eine wirklich sehr, sehr, sehr starke Kraft. Immer noch. Nur, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg fiel er zusammen, immer mehr. Er ist nicht mehr tragfähig. Und plötzlich ist der Schlossbauer wirklich allein und auf sich gestellt. Da gibt es, er funktioniert nicht mehr. Der Glaube, dass es doch besser wird oder dass das einen Sinn hat, wenn ich krank bin, wenn ich keinen guten Job habe, wenn ich mit den Finanzen das nicht hinkriege, wenn meine Frau mich verlässt und so weiter und so fort. Dass das trotzdem irgendwo einen Sinn hat und Gott wohlwollend ist und mich trotzdem in die Erlösung mit einlädt, das stimmt nicht mehr. Und plötzlich bin ich nur noch der Schlossbauer. Und es hängt verdammt alles nur von mir ab. Diese Last ist unendlich groß. Und dass viele von uns darunter zusammenbrechen, ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Auch verständlich, dass es so ist. Dass es sogar so sein muss, wenn dieses nur so da ist. Und da billig rauszukommen, glaube ich, schaffen wir nicht. In Akutphasen natürlich ist schon die Frage, was kann man alles machen? Aber zu sagen zu so einer Person, auch jetzt so mit spirituellen Floskeln, ja, wir sind alle eins oder sowas, ja, was soll's? Ja. Das ist sogar beleidigend, auch für den Zustand der betroffenen Person. Und darin müssen wir aufpassen, weil das, was geschieht heutzutage ist, dass auch die Spiritualität zu einem erneut neuen Schloss wird. Und wir bauen uns dann, ja,
wenn ich jetzt schön und brav Sassen, Kontemplation, was auch immer da übe, eines Tages unter Erleuchtung stelle ich mir den Super-GAU vor, der mir alles löst und erlöst und dann wird es okay. Und solange ich die Hoffnung habe auf die Erleuchtung, geht es noch einigermaßen. Und ich fühle mich dann noch besser als neuer Schlossbesitzer, weil ich moderner bin. Ich laufe nicht mehr in die Kirche Sonntag, sondern ich gehe zum Session. Das ist schon immerhin etwas. Ja? Wir können uns das wieder besser erklären. Ja? Und wir haben das auch nicht nur jetzt auf den Führungskräften, männlich und weiblich, wird ja immer positiv und negativ, meistens negativ viel rumgehockt. Es ist eine Manager-Thematik. Aber du kannst natürlich schon jemanden nicht immer direkt sagen, ja, ich war auf dem Benediktushof, was hast du gemacht? Nichts. Ich habe gesessen. Ja, pff, mein Gott. Was aber wenn du sagst, ja, ich habe Sassen praktiziert, dann wow, ja, nun ist schon was, ne? Man kann sich das verkaufen. Besser. Und man hat wieder ein Schloss. Und dann ist man wieder jemand im Schloss des Sassen. Deswegen nochmal zurück. Auch zu der Kindheit. So, wo ich auch da meine Kleinen erwähnt habe damals. Ich glaube persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung, wir sind als Kinder nicht in der Lage gewesen, anders zu agieren, als wir es getan haben. Wir haben das gemacht, was wir konnten. Alle. Schade ist es nur, wenn wir es die ganze Zeit immer noch so machen. Und uns das anders verkaufen. Uns und anderen. Die Religion ist eigentlich die Perpetuierung dieses Zustandes. In der Struktur. Leider. Deswegen verliert sie auch irgendwo ihre Berührbarkeit mit dem, um was es unserem Herzen wirklich geht. Die Spiritualität hat eine sehr große Ähnlichkeit oder setzt an dem Punkt an, wo wir uns langsam bewusst werden, dass das Schloss wackelt. Oder wo wir uns schnell, auch äußerlich durch Umstände bewusst werden, dass das Schloss wackelt. Und die Frage ist manchmal wirklich die Frage von Bruchteil der Sekunde. Was mache ich? Mörtel und sofort Zugleisten oder erlaube ich, dass es wackelt? Das heißt, die Spiritualität ist ein bewusster Zusammenbruch des Schlosses oder kann auch als bewusster Zusammenbruch des Schlosses verstanden werden. In der Form ihrer Übung. Dieses aber setzt voraus, dass wir da nicht mehr drin sind. Das heißt, der Prozess und die Erlösung sind absolut eins. Das heißt, entweder wir sind gegenwärtig und können das, was geschieht, zulassen, weil nur dann können wir das zulassen, was ist, wenn wir gegenwärtig sind. Wenn nicht, werden wir uns automatisch wehren. Die Arten, wie wir uns wehren, ergeben eine ganze Reihe von Pathologien. Dissoziation, Verdrängung, was auch immer. Runterfahren der Wahrnehmungsfähigkeit, auch unter Depression. Gut bekannt, wie auch immer. Ich fühle mich nicht in der Lage, dass das, was ist, sein kann. Mein Leben hat in dem Moment keinen Sinn, weil nicht die Erklärung nicht stimmt, sondern ich bin außer Sinnen, weil ich die Sinneswahrnehmung nicht aufrechterhalten kann, weil das, was ist, zu schlimm ist. Die Frage ist aber, ob das, was jetzt ist, wirklich so schlimm ist oder ob ich auf das, was zu sein scheint, reagiere aus den Mustern heraus. Weil ich glaube, es wird so sein. Da klopft jemand um 23 Uhr an meinem Schloss, das kann nur ein Mörder sein. Ja? Und so weiter und so fort. Das heißt, wir merken gar nicht, dass wir nicht Muster haben. Wir sind eine Konglomeration aus Mustern. Deswegen ist die Spiritualität ein ziemlich großes Risiko und eignet sich unserer oder meiner Erfahrung nach nicht als Methode dann, wenn jemand wirklich im Zusammenbruch ist.
Da ist er nicht in der Lage, präsent zu sein, gegenwärtig zu sein, weil genau der Zusammenbruch der Mangel an Präsenz ist. Dann können wir ihn missionieren, aber nicht wirklich damit arbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass es auch und vor allem sehr viele therapeutische Methoden gibt, und man soll nicht sofort die Spiritualität als eine neue therapeutische Methode da ansetzen, die dann am besten helfen würde. Nein, das stimmt so, glaube ich, nicht. Und die Erfahrung zeigt auch, dass das so nicht stimmt. Das heißt, es bedarf auch einer längeren Übung, einer verschiedenen Form der Übung. Und dann ist eben die Frage auch der bewussten Übung, wenn ich merke und riskiere, in kontrollierteren Verhältnissen den Zusammenbruch zu erleben. Und das ist etwas, was wir auch als Retreat nennen können. Sie setzen sich einfach mal hin einen Tag und machen nichts. Das heißt, sie lassen ganz bewusst das Schloss noch nicht mal entstehen. Sie spüren eine ganze Menge von Impulsen. Ich müsste jetzt jemanden anrufen, scheiße, und am Montag passiert das und das. Und du wirst gebeten, nicht diese Schlösser wieder zu entwickeln und zu bauen, was alles am Montag passieren soll und was du dann am Montag machen sollst, sondern anstattdessen in die Gegenwart zu gehen, beziehungsweise als Gegenwart zu bleiben. Weil das so schwer ist, spüre den Atem. Bleib da anhand des Atems. Nicht, dass der Atem besonders werden soll, sondern bleib da anhand des Atems. Bleib da. Und die Bitte ist, dieses Schloss nicht zu bauen. Aus verschiedenen Wiedervorstellungen, was alles sein könnte. Man sitzt nicht hier ein paar Minuten, damit ich wieder ein tolles Erlebnis habe und am Montag wieder alles so mache, wie ich früher gemacht habe. Es ist das Risiko, sich auszusetzen dem Zusammenbruch des Schlosses, bevor es vielleicht eines Tages unbewusst zusammenbricht, und dann sind wir meistens da drin. Das wäre die, wenn ich so sagen könnte, eine mögliche Rolle der spirituellen Übung. Das könnte man auch verstehen unter den anderen berühmten Sätzen: Sterbe, bevor du wirklich stirbst. Denn wir erleben auf dem Kissen wirklich einen Tod. Und das fühlt sich oft, je nachdem wie wir gestrickt sind in unseren Schlössern, alles andere als schön und nett an. Denn ein Kernpunkt des Schlossherren ist die Kontrolle. Kontrolle zu haben, das Gefühl, ich habe es im Griff. Ob ich es wirklich habe oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber ich habe den Eindruck, ich habe es im Griff, weil ich es mir vorstellen kann, weil ich mir was Alternatives denken kann und so weiter und so fort. Noch nicht mal reell. Hier. Und das Reelle spielt ja weniger eine Rolle, du bist jetzt hier. Aber jetzt geht es um den Schlossherr im Kopf. Und der produziert immer wieder Alternativen zur Wirklichkeit und immer wieder, weil das Ergebnis ist, ich bin, ich habe, ich sehe. Und dieser wird systematisch gebeten, nicht entstehen zu lassen. Und das macht uns verrückt. Und dann kommen nochmal bestimmte Ängste hoch. Das heißt, der Punkt, wo die Spiritualität anfängt, ist nahezu der Punkt, den wir als Kinder, wo wir uns als Kinder bewusst anders, unbewusst anders entschieden haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt nochmal zurück. In dem Moment, wo wir nahezu manchmal täglich merken, dass das, was wir alles machen und glauben zu sein, wackelt. Und die Bitte ist, nicht nur in einem Retreat, sondern auch im Alltag, riskiert mal, dass es wackelt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Augenblicke dafür gibt es Dutzende jeden Tag. Kleines Beispiel, stell dir vor, du kommst am Freitag nach Hause und rufst deine Mail, hast dich verabredet und das Wochenende war geplant und so weiter. Mailbox, Mails, alle Leute, die du da hattest am Wochenende, sagen aus welchem Grund ab. Plötzlich hast du nichts zu tun. Geht das? Es bricht dir einfach nur ein Automatismus weg. Das Auffüllen wollen der sogenannten Leerheit. Halten wir sie aus? Du kannst dich nicht einfach hinsetzen jetzt und einfach nur sitzen. Nein, dann guckst du, ach, dann könnte ich jetzt endlich mal meinen Keller aufräumen. Endlich mal was. Ja? Schau, das ist genau das Beispiel, was es im Evangelium gibt, wo der Meister berichtet, der König schickt einen Diener und sagt, kommt jetzt zum Fest, jetzt.
das Hochzeitsmahl jetzt. Und dann sagt der eine, nee, ich habe mir ein paar Büffel gekauft, ich muss das machen. Nein, ich habe gerade geheiratet, ich muss das machen. Nein, ich habe mir einen Acker gekauft, ich. Wir können in der Gegenwart nicht ohne weiteres bleiben. Es geht nicht, irgendwie. Wenn wir fertig sind, dann können wir es nicht bewegen, aber wir sind fertig, wir sind nicht gegenwärtig. Wir können nicht weglaufen, weil es nicht mehr klappt. Das heißt, diese Übung der Gegenwart, die Einladung in die Übung der Gegenwart, ist sehr oft möglich. Der Alltag bietet sich an, weil er eben fragil ist. Und was wir machen, ist, immer wieder etwas zu uns zu erfinden, äußerlich, innerlich, bildlich, gedanklich, wie physisch, um die Gegenwart nicht zu spüren. So wie das wir als Kleinkinder wirklich sehr betroffen, uns vieles nicht vorstellen konnten und nicht zulassen konnten, so machen wir munter weiter. Und wir gehen immer an der Wirklichkeit vorbei und glauben, sie muss besonders sein, sie muss ganz bestimmt sein, erst dann wird es okay sein. Ich erhole mich, ich mache, wenn alles erledigt ist, dann. Nein. Der Begriff, der auch hier benannt worden ist, des sogenannten Urlaubs, das ist nicht das, wo ich versuche, dann noch mehr Kraft zu schöpfen, damit ich munter das machen kann, was ich sonst nicht mehr schaffe, weil ich zu erschöpft bin, geistig, seelisch, wie auch physisch. Sondern ich glaube, sowohl im Deutschen wie auch im Lateinischen, Urlaub, Ursprung, Lauben, Fallen, ist ein Fall in den Ursprung. Und der Begriff auch im Lateinischen und in anderen Sprachen auch Vacaciones, also in dem Sinne, ist nicht Mallorca, sondern es ist Vacare, es ist Leersein. Das heißt, das für uns wohl Risiko, aber als Kern der Spiritualität ist die Frage und die Übung der Gegenwart, die in sich ein Nicht-Etwas ist. Sie ist nur da, das ist nur Dasein. Und wir üben uns nur im Dasein, als Dasein, wir sind da. Es ist nur das Dasein und nicht etwas Bestimmtes, das an entsprechende Erinnerung mit Gefühl und so weiter gekoppelt ist. Deswegen ist das, was wir letztendlich als spirituelle Übung auch hier machen, Retreat 10, wir können wieder draußen eine Kiste machen. Nein, es ist Urlaub oder Vacatione in dem Sinne. Im wirklich ganz eigenen ursprünglichen Sinne, Vacare, leer werden. Wenn wir diese Fähigkeit nicht haben werden, dass auch außerhalb des Schlosses gut da sein zu können, so werden wir diese Schlösser ernsthaft nehmen. Das ist das Einzige, was ich habe und bin. Und dann kann uns kaum geholfen werden, denn eher oder später fällt die Kiste zusammen. Und das auch, was Hunter berichtete, das nennen wir dann Tod, auch den physischen Tod, den Zusammenbruch des Schlosses. Und er ist unser Feind. Und deswegen gehörte auch das physische Sterben in vielen Kulturen, auch in vielen Religionen noch mit zum Leben. Eben als ein Übergang. Bei uns ist das die Bedrohung schlechthin. Deswegen versuchen wir auch durch vieles, auch durch die Spiritualität, irgendwie das wegzuschieben, damit ich gesünder werde damit und so weiter und so fort. Weil das Einzige, was ich habe, ist meine Identifikation, mein Ich-Gefühl. Und alles andere ist noch zu weit weg oder nicht wirklich reell erlebt. Vakare werden, diesen Tod miterleben, ist nicht ein Prozess von 20 Jahren. Das ist ständig da. Das ist ein bewusster, vollzogener Augenblick, ist es schon. Nur so kurz und das Bewusstsein reicht nicht aus, um es zu sein. Wir sind zu wenig noch im Dasein und wir sind noch woanders hin. Das heißt, die wirklich gute Nachricht, auch christlich gesprochen, die frohe Botschaft ist nicht die, dass wir eines Tages irgendwo hinkommen werden und einer uns dabei geholfen hat, metaphysischerweise, sondern dass wir es sind. Dass selbst die Übung und selbst das Blauen der Schlösser, beides, immer schon und immer nur in der Gegenwart und in der Fülle stattfindet. Wir können es machen, wir müssen es nicht. Wir können sehr aktiv sein. Wir können Gedankengänge haben, wir können vieles haben. Wir müssen daraus nur nicht die Schleife machen, ich meins. Wir müssen es nicht.
Wir machen es und dann sind wir im Schloss. Und das geht unmittelbar und sehr schnell. Und so sind wir auch erzogen, weil man uns glauben machen will, das ist das Einzige, was es gibt. Mach daraus das Beste, nämlich aus deiner Identität. Entwerfe sie so stark, so windfest, damit sie je nach Umständen immer wieder gut. Und das zwingt uns zum Wettkampf. Es geht nicht anders. Innerhalb der Identität haben wir keine Chancen. Wir werden nicht lieben, wir werden nicht miteinander sein können. Das ist immer nur ein Kompromiss. Wir sind dann letztendlich nur mit Leuten, die uns helfen, meine Identität aufrechtzuerhalten. Das sind die Freunde. Wenn jemand daran zweifelt, so die paar Konfrontationen, wird es nicht mehr lustig. Es sei denn, es ist Therapeut, dann glauben wir, das tut mir trotzdem noch gut am Ende. Sonst nicht. Das heißt, das Leerwerden, das Verlassen der Identität ist nicht, mein Ich war vorher im Schloss und jetzt ist es draußen. Es ist als Schloss da oder es ist nur die Gegenwart. Deswegen müssen wir uns um das Ich keine Sorgen machen. Das Ich gibt es nicht so wirklich. Und das ist die große Botschaft auch der Spiritualität. Es sei denn, wir machen es. Man kann nicht Ich sein und gegenwärtig sein. Das geht nicht. Die Gegenwart ist nur Dasein. In dem Moment, wo wir wieder anfangen zu meinen, ja, nein, richtig und falsch, haben wir wieder ein Ich-Gefühl. Sofort. Und deswegen ist die Frage nicht, und es lohnt sich nicht, gegen das Schloss zu sein. Es lohnt sich auch nicht, gegen das Ich zu sein. Und es lohnt sich nicht, eine spirituelle Übung aufrechtzuerhalten, die gegen etwas ist. Wozu? Das ist sowieso alles flüchtig. Je mehr wir gegen sind, umso mehr kreieren wir es. Deswegen ist die spirituelle Übung in sich positiv. Sie lässt immer nur das zu, was schon sowieso ist. Und das ist noch nicht mal ein großer Akt des Wollens, weil das ist sowieso da. Deswegen bedeutet die Spiritualität nicht, ich akzeptiere, was ist. Whatever, das ist sowieso da. Ob ich den Regentag akzeptiere, wieder gedacht. Es ist wirklich der Moment der inneren Stille. Und das ist kein Zauber, das kann geübt werden. Vielleicht muss das sogar geübt werden. Vielleicht ist das wirklich eine große Chance für uns, weil das die Wirklichkeit ist. Und weil es weit macht. Und weil wir dann aus der Gegenwart heraus, und das ist die Fortsetzung der Übung dann in vielen anderen Bereichen, nur aus der Gegenwart heraus in der Lage sind, zu sein, und damit kann das andere auch sein. Aber das spielt sich auch in der als Wahrnehmung ab. Das heißt, das Leben beginnt wieder Sinn zu haben, nicht weil ich eine Erklärung habe, sondern weil ich es spüre. Sinn kommt nicht von Erklärung, sondern von Sinnen und von sinnlich. Das Leben hat einen Sinn, wenn es gelebt wird, gefühlt wird. Auch als Schmerz. Was wir eben als Kinder nicht konnten. Es war zu viel oft. Was wir aber heute durchaus öfters könnten, würden wir es auch ein bisschen üben. Und nicht immer selektiv, was mir nicht angenehm ist, weg. Und das ist ganz, 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 ganz sicherlich ganz mühsam. Und da sind wir sehr am Anfang, weil wir keine Kultur dafür haben. Was kann ich ertragen und zulassen? Wo kann ich mich objektiv in dem Moment wehren und wie tue ich es? Diese Art der Flexibilität, die vorher genannt worden ist, setzt die Verwurzelung nicht in einem Selbstbild, in einem Schloss. Mein Schloss ist so fest, dann kann ich mir erlauben, jetzt mal auch 2 Tage aus dem Schloss rauszugehen. Eben das nicht. Sondern die Verwurzelung als Moment selber. Und dann kann sowieso das sein, was ist. Denn, und als Abschluss gesagt, als Schlossherrn, und wenn wir uns nur kanalisieren als Schlossherrbauer, versuchen wir, das Leben so anzugehen, dass es meinem Entwurf von mir entspricht. Es wird immer nur ein Videoclip meiner Vorstellung sein, bewusst oder unbewusst. Und wir tendieren jeder für sich selber, dass es irgendwo perfekt ist. Also perfekt, per facere, also durch meine Tat, ich habe es geschafft. Das ist jetzt so, wie es sein sollte. Aber wir spüren, dass das Zimmer ist perfekt aufgeräumt, 2 Minuten später ist es nicht mehr. Es ist alles in ständiger Bewegung. Du kannst nichts haben und nichts dauerhaft haben. Alles verändert sich ständig. Alles ist flüchtig. Wir mit den Begriffen.
Deswegen ist die Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht über die Perfektion möglich und die Selbstorganisation nicht über die Perfektion möglich, sondern eher über das, Verzeihung, was wir als, auch im deutschen Wort sehr schön, Vollkommenheit nennen. Vollkommenheit ist nicht nur Synonym für Perfektion. Vollkommenheit ist ein Verb. Man kann die Dinge vollkommen lassen. Sie kommen sowieso und sie würden noch voller kommen, wenn wir sie lassen würden, aber wir tun es nicht. Die Übung, die wir auch hier anbieten, das Sassen, ist eigentlich die Übung der Vollkommenheit. Aber wenn wir das Wort hören, kommt sofort hoch die ganze Perversion des Wortes, auch durch die Religionen. Was da alles damit getrieben worden ist, welche Moralvorstellung, hat damit nichts zu tun. Lass mal den Tag und den Augenblick vollkommen. Und das macht schon mit dir genügend. Das zerstört viele Schlösser und baut sie ganz neu, wenn wir sie lassen. Und wo dann das Ganze hinführt, weiß ich nicht. Aber erst dann könnten wir vom Neuem sprechen. Bis dahin ist es Videoclip unserer individuellen und kollektiven Vorstellungen. Und dann ist das Beharren in ihm und vielleicht das Sterben, auf das wir öfters mal eingegangen sind, oft schmerzhaft. Ich kann mich erinnern, ich habe in dem Zusammenhang mal vor vielen Jahren, und das hat mich mehrere Tage wirklich als Jugendliche von Erschütterung gekostet. Es gibt da dieses berühmte Gedicht von Lermontow, ein Russe, und der sagt, als Schlossherr, wir trinken aus dem Kelch des Lebens mit verbundenen Augen. Und im Tode fällt die Binde. Und wir merken, dass der Kelch leer ist. Der Trank ein Traum und dieser Traum nicht einmal dir gehört. Damit uns diese Enttäuschung nicht 5 vor 12 passiert, wo wir vielleicht nicht mehr in der Lage sind, uns anders zu organisieren, wäre besser, die Enttäuschung vorher zu üben. Und das Wort Enttäuschung ist positiv. Wir hören auf, uns zu täuschen über die Wirklichkeit und über uns selber, über das, was wir glauben zu sein und sein zu müssen. 100%ige Enttäuschung ist Erleuchtung. Ich danke Ihnen.